ihr habt es gerade schon gesehen. Mein nächstes Projekt ist mal wieder etwas Motorisiertes. Und zwar etwas Kleineres als jetzt mein altes Pocket Quad. Diesmal werde ich aber auch etwas mit Pocket machen. Und zwar werde ich diesen neuen Pocket Bike Motor in dieses Catcar hier einbauen. Ein Freund hatte schon immer mal das Vorhaben, hier sein Catcar zu motorisieren. Und da hat er mich jetzt gefragt, ob ich ihm das machen kann. Ja, hier seht ihr schon die meisten Teile, die ihr auch gerade in der Cinematic kurz gesehen habt. Wie gesagt, ich werde hier diesen kleinen Pocketbike-Motor einbauen. Ich glaube, der reicht auf jeden Fall dafür aus. Der hat irgendwie 3,5 PS. Hat hier schon ein Getriebe integriert. Hier habe ich noch das Kettenrad, eine Kette und auch noch eine Ritzel, was ich gleich auch noch hier drauf machen werde. Das hier sind die Stehlager. Ich werde allerdings dafür die alten Reifen benutzen, nämlich die hier. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ich habe wirklich die ganzen Teile, die ich jetzt neu kaufe, für nicht viel mehr als 100 Euro bestellt. Somit ist das wirklich schon mal ganz akzeptabel für den Preis. Hier tropft es gerade. Mein Rohr ist anscheinend undicht. Was ich auch noch mal kurz anmerken möchte, ist, dass euch vielleicht schon was aufgefallen ist, die Leute, die mir schon öfters mal zuschauen. Hier stand ja früher die Tischbohrmaschine. Die habe ich jetzt hier oben auf meine Drehmaschine gestellt und der Tisch hier vorne, den ich als Schweißtisch benutzt habe, steht jetzt auch gedreht, sodass ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Zudem hat das auch noch einen anderen Grund, den werde ich aber wahrscheinlich erst im nächsten Video dann genauer andeuten. Ihr habt jetzt eben schon vielleicht in der Zeichnung erkennen können, dass ich diesen Motor hier, dadurch, dass der natürlich auch so rum eigentlich angebracht werden soll, weil er ja natürlich so rumdreht, links drehen, muss der eigentlich so rum stehen. Deswegen, wenn ich den einfach hier hinten anbauen würde, dann würde das extrem lang sein von der Kette her. Deswegen hatte ich vor, dadurch, dass der auch so klein ist, das ist jetzt wirklich ein bisschen verrückt, die Idee von mir, den hier einfach zwischen einzubauen, zwischen dem Sitz und den Vorderrädern. Dafür muss ich natürlich die Stange hier ein bisschen weiter hinten versetzen. Das ist aber keine große Sache. Und dann werde ich den hier zwischenbauen und mit einer Kette nach unten durchlaufen lassen. Natürlich werde ich da noch einen Kettenschutz dran machen, damit da niemand irgendwie reinkommt. Ja, ich stelle das hier schon mal hin. Ja, ich werde jetzt hier diese beiden Stehlager, die haben 12 mm Innendurchmesser, auch hier unten dran befestigen, weil hier früher ja solche Kleidlager dran waren, die, glaube ich, nicht der Belastung standhalten würden und auch nicht der Drehzahl. Deswegen werde ich das jetzt hier unten dran bauen und natürlich die alte Kettkarwelle dafür benutzen. Um die ganzen Ritzel und auch die Bremsscheiben später und auch die Räder zudem an der Welle noch besser zu befestigen zu können, habe ich mir hier diese Scheiben bestellt, diese Stahlscheiben. Die werde ich dann mit dem 12 mm Loch bohren, mit der Drehmaschine und dann diese an der Welle festschweißen. Speziell für die Räder habe ich auch noch hier so einen Polyamidzylinder, so einen alten. Den werde ich auch noch mit der Drehmaschine zurechtdrehen und ein paar Rillen reinschneiden, sodass die dann hier in diese Rillen von dem Rad passen wird. So, jetzt kommt der große Moment, passt die Kette. Ich werde jetzt trotzdem mal mit meiner absolut genialen Zange, ich kann euch das mal kurz zeigen, hier habe ich so das so rausgeschliffen, sodass hier so eine kleine Spitze ist, wo der Ring dann drüber kommt. Kann ich hier den Spannring abnehmen. Die Dinger abzukriegen ist tatsächlich oft einfach schwerer, als sie dran zu machen. So. Bitte lass jetzt das andere Ritzel passen, weil da stehen eigentlich auch gar keine Maße dran an solchen Sachen, wenn du die im Internet bestellst. Aber es sieht so aus, als wenn es passen würde. So, das Ritzel passt jetzt natürlich auch schön zu der Kette. So, das Kettenrad. Ich hätte hier auch noch so ein Kettenschloss, was die auch schönerweise mitgeliefert haben.
Die Kette ist aber allerdings zusammen. Wahrscheinlich ist das einfach nur, wenn man sie kürzen möchte. Ist auf jeden Fall sehr nett von denen. We'll be right back.
muss mal Julian fragen. Ich find's gut so. Hier ist immer noch so. Destruction.